Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie kläre ich einige Begriffe aus dem Grundbuch, Abteilung 3 und Abteilung 2. Hier sind wir wieder in Abteilung 2 und es geht um die Grunddienstbarkeit. Wie gesagt, Abteilung 2 des Grundbuchs. Und was ist eine Grunddienstbarkeit? Man kann diesen Begriff nur verstehen, wenn man zwei Begriffe einführt, nämlich ein herrschendes Grundstück und ein dienendes Grundstück. Also es handelt sich hier um die Beziehung zwischen zwei Grundstücken, so merkwürdig wie das klingen mag. Und eine Grunddienstbarkeit ist nun etwas, das der Eigentümer des dienenden Grundstücks dem Eigentümer des herrschenden Grundstücks einräumt. Also das ist hier die Beziehung. Der Eigentümer des dienenden Grundstücks räumt dem Eigentümer des herrschenden Grundstücks oder den von ihm berechtigten Personen eine Grunddienstbarkeit ein. Also hier steht die Grunddienstbarkeit. Und was könnte das sein? Zum Beispiel räumt der Eigentümer des dienenden Grundstücks dem Eigentümer des herrschenden Grundstücks oder den Personen, die der Eigentümer des herrschenden Grundstücks berechtigt, bevollmächtigt, zum Beispiel ein 8 Pkw abzustellen. 8 Pkw abstellen. Das heißt, der Eigentümer des herrschenden Grundstücks oder die von ihm bevollmächtigten Personen können nun auch.